und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. So, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, wo wir beim letzten Mal waren, aber ich denke, wir sollten die Bücher vollenden, damit wir damit auch bald fertig sind. Und deswegen gehen wir jetzt auch gleich mal in eins der zwei weiteren Bücher. Da sind sie ja schon. Wir nehmen jetzt einfach mal verbriefter Scharfsinn. Ach Gott, mein Deutsch wieder, ne? Okay, und schon gehen wir rüber in die andere Welt. So. Ach doch, jetzt hat's geklappt, ne? Aktivieren wir das Ding nochmal. Hallo. Lol. Das funktioniert nicht. Sind wir jetzt denn gerade an einem sehr unsicheren Ort mal wieder. Ach, da können wir unsere Energie wieder aufladen. Hallo. Lol, wieso haben wir keine Ausrüstung drin? Komisch. Ja, wo ist denn unser schöner Bogen? Da der Elfenbogen und... Ja toll, wir haben sau wenig Pfeile. Okay, dann müssen wir halt erstmal den Part hier beginnen zu erreichen. Und rein geht's. So. Mal hoffen, dass wir diesmal das ganze Ding hier überleben. Ich habe nicht eigentlich keine Lust, das nochmal zu machen. Und mit diese Aufnahme hier könnt ihr euch eigentlich denken, dass, wie soll ich sagen, die Aufnahmepause zu Ende ist. Lol. Wartet mal. Guck mal lieber hinter uns. Da ist nur das Buch, okay. Nämlich die Viecher, die hier leben, sind schon etwas hart im Nehmen. Was sind denn das für Zweckköpfe? Aktivieren. Achso, das andere Ding war schon aktiviert. Ja gut. Da läuft ein Monster rum. Und direkt neben mir ist auch schon eins. Aktivieren. Oh Gott, was ist denn das für ein hässliches Monster? Ah! Scheiße, schnell alles einsammeln. Okay, beschädigtes Buch war überflüssig. Ja, ich renne in meinen Untergang, weil ich ein beschädigtes Buch mitnehmen muss. Wo beschädigtes Buch? Wo könnte das denn jetzt sein? Das müsste doch eigentlich ganz oben sein. Also die Bücher... Die drei haben wir schon mal. Oh, wo ist jetzt dieses scheiß beschädigte Buch? Ach, das ist, glaube ich, bei Sonstiges. Ja, da beschädigtes Buch. Wir müssen jetzt uns beeilen. Wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit oder sowas. Ja, ja, ja. Ach, ich muss doch jetzt irgendwas dabei haben, was ich verbrauchen kann. Nirgendwo will ich nicht verbrauchen. Zwergenöl. Oh Gott, wir haben so wenig Zeug dabei. Benutzen wir die. Aktivieren! Hysterie! Lol! Fragt mich nicht, was das jetzt war. Was? Das ist nicht wirklich wahr, oder? Verarsche. So, wir... Komm schon. Nimm den Bogen. Toll, unser Bogen ist nicht mal mehr ausgerüstet. Müssen wir ihn schon wieder ausrüsten. Elfenbogen. Elfenpfeile. Auf ins Inventar und nochmal rüber in die dunkle Seite rein, ne? Komm, 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 schnell. Ich will das endlich hier durchziehen. Ich habe nicht keinen Bock, jedes Mal in diese scheiß Bücher reinzugehen, zu krepieren und dann wieder den Scheiß von vorne zu machen. Und dieser Elfentyp meint ja, wir müssen die Bücher durcharbeiten, um die Kraft zu entfesseln. Ah, cool. Nein, das ist falsch. Ich muss F.
So, dann sind wir hier. Diese Scheißviecher, wo muss ich jetzt raus? Ich finde den scheiß Ausgang nicht. Das ist der scheiß Ausgang. Wir gehen. Öffnen wir einfach Kapitel 3. So. Das kommt mir doch relativ bekannt vor. Wir sind jetzt gerade nicht mal außer Gefahr. Irgendwo hier hockt sogar das Viech und beobachtet uns. Und ich sehe es natürlich mal wieder nicht. Oh. Was sind das da? Das sind Lampen. Oh. Da ist es. Kriegen wir es down von der Entfernung? Okay. Suche hat Gift der Lähmung widerstanden. Was für ein Gift der Lähmung? Lol, eben ist gerade Skyrim irgendwie verbuggt gewesen. Und wir sind schon wieder fast tot. Boah, ich liebe diese Region hier, ne? Krankheitsheilung, kräftigen Heilung. Und noch einen haben wir, aber den müssen wir uns jetzt aufsparen. Schon skripieren wir bei dem nächsten Treffer. Ach, das sind einfach mal zwei. Dagegen haben wir keine Chance. Hallo, steh auf und lauf. Was das hier ist, weiß ich nicht. Nichts Gutes, so wie es mir scheint. So Magie aufladen oder sowas. Was wir aber jetzt ja nicht so ganz brauchen, da wir hier erstmal lebendig irgendwo hoch müssen. Ich glaube hier lang. Bin mir nicht sicher, ob je höher, desto besser bedeutet. Aber die Bücher fliegen auch nach oben, also ist das kein so schlechtes Zeichen. Und da dreht sich wieder was? Oh meine Fresse. Hier müssen wir überall noch hin. Aber ich habe eigentlich gar kein... Das ist, glaube ich, ein schlechter Teich. Der mieft ja schon. Kommt gleich bestimmt irgendein Viech raus, das uns tötet. So, jetzt sind wir da drin. Hier ist auch so ein komischer Mief. Achso, wir kommen da gar nicht durch. Wir müssen dann hier aussteigen und... Ja, klar! So ein Viech, genau! Ja... Jetzt, ich bin zu früh ausgestiegen. Nein! Jetzt ist das Viech weg. Schrei ihn an. Schrei ihn an. Lol. Verlieren auch noch dauerhaft Leben. Was? Ich raff's nicht. Was geht jetzt hier wieder schief? Schnell NP. Wieso wurde uns alles abgenommen an... ausgerüsteten Sachen. Die Drachen vom Nicht. Eine bittliche Macht brauchen wir jetzt. Sonst haben wir keine Chance hier, Alter. Wow. Nein, wir haben es schon wieder verpasst. Oh Mann. Dieses Drecksviech tötet uns gleich. Komm. Schnell rein. Oh, scheiß, Alter. Fuck die Wand an. Oh, meine Fresse. Dieses Viech, das geht mir zu weit. P brauchen wir wieder mal. Schnell. Wiederherstellungszauber. Und jetzt heilen. Mit beiden Tasten. Oh, Mann. Also mich kotzt dieses Viech an. Und hier müssen wir jetzt schätzungsweise raus. Natürlich. Ach! Das Viech kann von da drüben auf mich schießen. Das kann ich auch, Bitch. Mhm. Ach, lassen wir das Viech da drüben verrotten. Und versuchen, da durchzukommen. Okay. Bei denen geht was schief. Die haben mich entdeckt. Die haben mich entdeckt! Okay. Schwarzer Seelenstein. Seelenstein.
Kakao durchsuchen. Buch, Buch, Buch. Legendäre Geisel. Oh Mann, ich würde jetzt eigentlich davon gern alles mitnehmen. Aber ich kann nicht, ich habe keinen Platz. Deswegen müssen wir jetzt auch das Buch zurücklegen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Unter L, oder? Ich weiß es nicht. Ich find's nicht. Wo ist das Scheißbuch jetzt? Komm, komm, komm. Dann legen wir jetzt das Scheißbuch weg. Nein, das will ich nicht zu den Favoriten machen. Ich will es ablegen. So, jetzt haben wir wieder mehr Platz. Das Buch, das sieht wichtig aus. Das nehmen wir jetzt mit. Und dann verduften wir hier wieder. Jawohl, wir sind schon wieder getroffen. Ach, fuckt mich jetzt hier nicht wieder ab, ne? Schwerer zu entdecken. Ausdauer, Magie, Ausdauer, Krankheitsheilung, Gewandtheit. Oh Gott, wo ist jetzt ein... Jawohl, wir haben keinen Trank der Heilung mehr. Ja. So. Nein, nein, ja. Und wieso heile ich mich jetzt nicht, wenn ich drauf drücke? Wir müssen jetzt wieder ein Buch wegwerfen. Das hier ist nicht viel wert. Okay. Ja, ich bin tot. Scheiß drauf, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheißbücher. Und schon wieder bin ich nicht ausgerüstet. Genau. Habe ich überhaupt eine Rüstung an? Ja, die habe ich an. Toll. Meine Waffen nicht. Ach Gott, was ist denn das jetzt für eine Scheiße eigentlich? Wir gehen jetzt... Nee, wir gehen ins Quest-Tagebuch. Dann gucken wir uns mal an. Toll. Lies das schwarze Buch, lerne das verborgene Wissen des Buches verbriefter Scharfsinn. Genau. Oh Gott, jetzt müssen wir wirklich noch mal ins Buch. Okay, alle guten Dinge sind drei. Oh, ach nee, wir sind ja schon dreimal gestorben. Da verbriefter Scharfsinn. Ich habe so keine Lust mehr. So, und das ist ständig diese Sicht so hinmacht, das nervt mich auch ein bisschen. So, wir müssen irgendwie da hoch. Im Moment haben wir jetzt schon den... Nein, wir dürfen wieder alles ausrüsten, genau. Okay, das fuckt mich langsam ab. Unerbittliche Macht. Den Bogen müssen wir womöglich auch wieder ausrüsten. Nee, das zum Glück nicht. Das haben die langsam geschnallt, dass wir den brauchen. Ja, die Viecher haben es entdeckt. Sagen wir einfach mal, leckt mich am Arsch. Ich laufe hier durch. So, endlich. So, jetzt... Ach, wir haben jetzt einen einfachen Punkt mehr. Weil wir sehen jetzt, wo dieser Pfeil hin zeigt. Wir müssen da runterkommen. Und wie kommen wir da hin? Weiß das jemand? Hm. Ich muss anscheinend darüber, aber wenn ich darüber gehe, krepiere ich. Wenn ich da ganz, ganz rüber gehe, krepiere ich. Oder muss ich da einfach durchlaufen? Ja, ich muss hier einfach durchlaufen. Jawohl, die intelligente Person hier hat es wieder mal geschafft, sich besonders bescheuert anzustellen. Natürlich, es funktioniert nicht. Und unsere Tränke sind auch alle weg, kann das sein? Claro. Oh Gott. Ja! Genau! Bitte, wo ist denn der Ausgang? Ich brauche den Ausgang. Schnell! Oh Gottes Willen. Ich darf nicht kommen. Es kommt. Es kommt. Schnell. Geh auf. Geh auf. Geh auf Tür. Geh auf Tür. Scheiße, scheiße. Ich denke, wir müssen hier rein.
Hier ist ein... Hier ist irgendwas komisches. Nein, er verfolgt uns! Scheiße. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier gerade mache. Och nein, das ist das nächste Monster. Jawohl, das Viech bleibt an der Tür hängen. Oh, toll, der Drecksack hat mich schon gesehen. Ach, komm schon. Das ist nicht fair. Boah, es leckt gerade so sehr bei mir. Wenn ich hier einfach versuche durchzulaufen. Kapitel 4. Okay. Hier gucken wir uns erst um, bevor ich irgendwas aktiviere. Ein schwarzer Seelenstein. Großer Seelenstein. Mächtiger Seelenstein. Genau. Die Dinge, die wir jetzt ja noch immer noch brauchen, da wir ja noch so viel Platz haben. Zaubertränke. Magiker, Ausdauer, Tarnung. Das ist Scharmützler. Leichte Rüstung. Waffenschmied, Feuerresistenz. Wir brauchen irgendwas, um uns zu verstecken. Flüchtigen, Unsichtbarkeit. Unsichtbarkeit für 20 Sekunden. Jetzt haben wir wieder genug Platz. Können immer noch nicht rennen. Haben wir noch einen Zauber... Nein, wir aktivieren einfach eine Schriftrolle. Ruf zu den Waffen. Über gestellte Kampffertigkeit. Okay. Hat es jetzt aktiviert? Ich glaub's. Jawohl, unsere Unsichtbarkeit ist weg. Aber wir können rennen. Ich weiß nicht, was wir jetzt noch machen müssen. Aber wir müssen irgendwo darüber. Ah nee, dahin müssen wir. Ich habe kein gutes Gefühl. Schwarzes Buch. Verbriefter Scharfsinn. Alle, die es nach Wissen dürstet, kommen früher oder später zu. Ich bin Hermeus Mora. Steht hier zufällig nicht. Gärtner der Völker, Kenner des Unbekannten, Herr über das Schicksal. Und hässliches Ding. Ihr steht in meinem Reich, Sterblicher. Red doch noch langsamer. Ihr habt mein Reich betreten. Ihr sucht das verbotene Wissen. Vielleicht. Das bislang nur ein anderer erhalten hat. Ihr seid ein Drachenblut. Ja, fast. Genau wie Mira'ag vor euch. Genau. Ihr sucht Wissen und Macht. Ja. Ja, ich bin gekommen, um Mirags Geheimnis zu erfahren. Ich werde euch nicht dienen, Monster. Ich will nur Mirag besiegen. Ich brauche eure Hilfe nicht. Ich werde allein an Mirags Geheimnis. Alle. Ja, komm, wir sind freundlich. Alles, was Alter, wie hässig das Viech ist. Weiß er von mir. Hätte ich nicht gedacht. Ich weiß, was ihr wollt. Euch die Welt mit eurer Macht als Drachenblut gefügig machen. Alter, wie eklig. Ihr habt ihr das benötigte Wissen. Auch wenn ihr nicht wusstet, dass ihr es braucht. Alter, überall sind diese Viecher. Das zweite Wort der Macht. Benutzt es, um euch die Sterblichen gefügig zu machen. Alles klar, Digga. Darf Aber ich jetzt gehen? Das reicht noch nicht. Mira'ag kennt das letzte Wort der Macht. Ohne dass ihr ihn nicht übertreffen könnt. Okay, verstanden. Kann ich gehen? Mira'ag
hat mir gut gedient und wurde dafür belohnt. Ich kann euch dieselbe Macht verleihen, aber jedes Wissen hat seinen Preis. Tja, wie lautet euer Preis für das letzte Wort der Macht? Warum brauche ich dieses Wort der Macht, um mir besiegen? Ist Mirak nicht euer Verbündeter? Deshalb lebt ihr. Ach, ich könnte jetzt so viel fragen, aber ich habe keine Lust, mit dem zu reden. Oh, toll. Die Skal haben mir ihre Geheimnisse über viele lange Jahre verwehrt. Es ist an der Zeit, dieses Wissen in meine Bibliothek aufzunehmen. Jetzt gar sprechen und eure. Ich werde tun, was ihr verlangt, mein Herr. Und was, wenn die es geht noch weiter. Ihre Geheimnisse nicht preisgeben wollen. Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann, Dämon? Provokant! Hallo? Mein Wort ist so wahr wie das Schicksal. So unausweichlich wie die Vorsehung. Bringt mir, was ich begehre, dann gebe ich euch, was ihr sucht. Alter, ich finde dieses Viech immer hässlicher. Boah. Schickt mir den Schamanen der Skal. Er hütet die Geheimnisse, die bald mir gehören werden. Okay. Darf ich jetzt gehen und wie gehe ich? Ich glaube, ich muss einfach das Buch jetzt nochmal lesen. Wir waren ja jetzt am Ende von dem Buch und haben es endlich geschafft. Tiefer runter und da. Auf, zurück in die Menschenwelt. So. Und als Abschluss, bevor er uns anquatscht, machen wir das hier. Gesundheit, Magika, Ausdauer. Wir brauchen viel Leben. Illusion, Redekunsttassen, Schlossknacken, Schleichen, Schießkunst. So, mal gucken, was wir da jetzt noch machen können. Erfordert 30, haben wir ja schon. Braucht 60 mächtiger Schuss, können wir uns holen. Aus den größten. Warte mal. Pfeile bringen alle Gegner aus den größten zu 50. Außer den größten zu 50% aus dem Gleichgewicht und stößt sie zurück. Du kannst doppelt so viele Pfeile von toten Körper zurückholen. Was brauchen wir davon? Schussbereiten Bogen, schneller laufen. Schneller spannen. Wir nehmen mächtiger Schuss und da müssen wir Level 70 sein. Und Meisterschuss hier. Boah, Alter, 100 müssen wir da sein. Das wird lustig. Nein, nein, nein. Du redest jetzt nicht mehr mit mir. Okay, Leute, das war's dann mit der heutigen Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Ciao, bis zum nächsten Mal.